Und damit zum nächsten, zu den Dunkelschamanen hier. Bei denen im HC ist eigentlich auch nicht viel anders. Das Einzige ist, dass die beide einen weiteren Skill haben. Also der eine macht noch so Eisengräber dazu und der andere hat noch einen Debuff. Den Debuff werdet ihr aber wahrscheinlich kaum sehen, da ich in der oberen Gruppe eingeteilt bin. Also ich habe mit diesen Gräbern zu tun. Ja, und dann hoffe ich doch mal, dass ich daran nicht sterbe, weil das passiert ab und zu mal. Das ist ein bisschen blöd, davon rauszulaufen, aber das werdet ihr ja sowieso gleich sehen. Also dann geht's gleich auch in den Kampf rein. 5, 4, 3, 2, 1. Mal schauen, wie viele von den ersten Gräbern direkt dann getroffen werden. Ich. Wir haben hier aber auch Scheiße gelegen. Aber diesmal war auf jeden Fall mehr, deutlich mehr Schaden dabei. Ja, trotzdem fällt hier Bluffclaw nicht hoch. Ja, wir müssen halt noch die 10 Sekunden definitiv hier unten bleiben. Wobei, nee, doch, das ist vergleichbar. Können wir jetzt nicht hoch? Nee, ihr sollt noch warten, bis die Eisengräber hier unten sind. Eisengrab jetzt. Oh, jetzt. Komm, let's go. Und jetzt wieder in die blöde Ecke. Wir gehen zu Violett dann. Ah, Damage Stop jetzt, rüber zu Violett. Und raus. So. Das ist echt immer so ein Kamerakrampf hier, diese Gräber. Ja, also du hast ein bisschen Kamerakrampf. Ja, Eisengrab in 5, Damage Stop jetzt zu Violett. Und raus. Oh, muss drauf, ja. Ja, muss. Ja, wo gezogen wurde. Was geht nochmal bei dir da? Ja. Haben aber noch einen Moment Zeit. So, 5 Sekunden Damage Stop jetzt über zu Lila. Und raus. Jetzt wird's mit dem, mit der Suppe da, ne? Ja, jetzt sag mal. Abstand halten. Jo. Oh, passt. Besudelt der Fluss. Wir können eigentlich Eisengrab in 10. Ja. Eisengrab in 5. Damage Stop zu blau. Stehen bleiben. Und raus. Oh man, diese ganzen Steinhaufen da. Das ist mal hier vorne an Berliner. Was? Steinhaufen? Ja. Die Leute können da geschoben werden. Eisengrab in 9. Ja. Wir können alle hin jetzt. 6, damit stoppt rüber zu Lila. Eisengräber jetzt und raus. Warte dann noch kurz mit dem Taunten bis Ascheball Portfolio. Oh, jetzt kann er schon mal zum Feld laufen. Eisengrab in 5. Damage Stop und drüber. Wo bleibt er denn bei Ascheball? Eisengrab jetzt und raus. 1,5%. Pass auf, dann kommt nämlich auch gleich dieser Meteorregen dann immer. Ascheball. So, jetzt kannst du nehmen. Platz keinen. Ascheregen 10.
mach schon mal Blase. Ist aber wieder hier so. Achtung, Ascheregen in 3, wir müssen die Idee hier um. In die Blase. Heißen Grab in 5, damit Stop drüber. Oh shit. Heißen Grab jetzt und raus. So, wir müssen jetzt noch langsam mal Richtung Brücke gehen, weil hier wird es ziemlich eng. Aschewall. Wurde das jetzt auch so ein Stern auf dich gehabt? Ja, Ascheregen. Jetzt müssen wir Ascheregen in 5, eigene CDs nutzen. Eisengrab in 3, alles violett. Oh, oh. Go, 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 go. Eisengrab jetzt, raus. Also ich hatte was aussieht auch so ein Stein oder einer kurz neben mir, also. Ascheball gleich. Okay. Ah, lass runtergehen, okay. Lass runtergehen. Ja, ja, komplett, die skippen wieder die Brücke, ne? Ah, ja. Okay, machen wir. Ja. Ascheregen kommt gleich und braucht irgendwie definitiv was. Eigene CD, ja. 3 Sekunden. Wenn der Ascheball kommt, dann rennt einfach wieder die Brücke weg hoch. Jo, was ist denn hier? Hier sind die besudelten Viecher bei uns. Ja, jetzt habt ihr gefällt. Vorsicht! Ja. Okay. Ascheball. Machst du beim nächsten Ascheregen was? Ich mach wieder Schilder. Einmal stellt ihr dann hier noch die Gräber ab und so weiter. Cooldowns jetzt. Ich hab Schilder. Und Damage Stop, Gräber abstellen. Alles mit dem alles violett. Eisengrab jetzt und raus. Ich kann hier kaum noch durchheilen, wir müssen mal schauen, ob wir ein bisschen nach unten kommen. Rockbase, geht dann schon mal runter und haut einfach. Ja, stopp. Ascheregen in 10. Wir bauen irgendwas Death-mäßiges, ich hab gerade nichts. Ascheregen in 5, jeder Cooldown, ich zünd die Rauchbombe. Damage Stop, raus zu Violett. Und raus wieder. Langer braucht man KR. Ja, für KR. Ascheball jetzt. Nee. Letzter nochmal bei Lila. Hast du Kuppel jetzt? Kuppel ist erst in 20 Sekunden, also jetzt noch nicht. Aber ich kann den Schilde setzen. Eigene CDs. Jetzt. Mach voll Dings. Violett über. Heißt grad jetzt und raus. Beim nächsten habe ich Blase. Ascheball in 5. Jetzt haben wir einen Moment Ruhe. Okay, bei dem kann ich jetzt meine Blase stellen. Besudelter Fluss gleich und Ascheregen in 5. CDs. Eisengrab in 4 raus. Damage Stop. Raus an Violett ran. Eisengrab jetzt und weg. Ey, super, perfekt gespielt. Ascheball jetzt. Ich habe jetzt gleich wieder meine Schilde. Ja, ich hätte auch jetzt noch. Achtung, da kommt der Sturm hinter uns. Ascheregen in 5. Aber man dann stellt die Gräber hier vorne ab. Ah, wir haben den Wirbel hier. Ja, dann die Gräber einfach hier vorne abstellen. Ja. Wieder. Gräber jetzt! Oh, oh, Uri ist bei den hinten verreckt. Aber er hat gerade ein B-Retz bekommen. Voll durchziehen. Und jetzt? Gräber runter. Ascheball. Ach, scheiße. Voll durchziehen. Nee, egal, es geht noch. Zu viele. Auf 50k. Die anderen dann noch angesprochen. Ja, ja. 50k. Eisengraben. Muss gucken, wann besser spielt. Eisengrab jetzt. Noch liegt er nicht. Ja, ja. So mit der Fluss in 5. Ja, nicht. Ja, ein verlost. Ja, die Prio. Ja, das war, ja, ich wollte ihn halt, den Ascheball hast du vielleicht gesehen, wollte ich noch da hinten reinplanten, aber da waren halt schon zwei und das hat mich dann nicht schön, aber selten.